Hallo, herzlich willkommen zum Square Enix Gamescom Videotagebuch. Heute am Tag 2, am Freitag, mächtig was los. Vergangenen Jahr waren 340.000 Fans hier in Köln. Ich habe das Gefühl, es sind noch viel mehr und es ist mächtig was los. Die Fans wollen spielen, wollen was erleben und was sie bei uns erleben, bei Square Enix, das zeigen wir euch. Ja, und jetzt sind wir auf dem Stand von Square Enix. Massiv viele Spiele sind hier natürlich Fans, die völlig begeistert sind. Kingdom Hearts kommt ja als 2.5 Remix raus am 5. Dezember. Die Fans sind begeistert, sie warten darauf und wir wollen gleich mal hören, wie gut sie das Spiel finden. Also mir gefällt es super geil und natürlich Kingdom Hearts und dann auch noch in HD und dann auch noch ein Remix davon, das ist wirklich super. Ich würde es mir holen, alle Fälle. Die Geschichte gefällt mir sehr gut, auch die Mischung von Square Enix und Disney. Ich mag die Disney-Charaktere, ich mag die Square Enix-Charaktere. Und dann die Geschichte ist auch so toll. Man merkt immer, da ist noch was anderes, was noch wichtig ist. Und das ist einfach toll. We get a lot of passion for Kingdom Hearts. And I think that's really one of the drivers for the Kingdom Hearts development team. I think that's the reason why we do this. A lot of our game shows, we have user feedback, and we see a lot of movies where the players are really excited. And I think we sort of watch that in the development team. And I think really that drives us to make our games quickly. And we get a lot of passion from that. Also ich werde es mir wahrscheinlich schon holen, weil durch den Remake ist das halt schon, sieht jetzt wirklich schön aus. Bisher gefällt mir die Steuerung sehr gut und die aufgefrischte Grafik. The things you could do on the next generation consoles is going out of the stratosphere, it's very exciting. A lot of restrictions that we had before are gone, so that's a new thing. Not just the technology, but the creative aspects as well. There are things that we could do in Kingdom Hearts that you can't do in any other game. There's a lot of fantasy involved, for example, in Kingdom Hearts. So in one of our events we had, for example, a magical jet coaster coming out of the thin air. Sort of, that's very Disney theme park-like, and that's, I guess, something that is very original to Kingdom Hearts. So we're very excited. Einmal ist die Grafik halt natürlich besser, das Gameplay ist auch ein bisschen besser, also die Kameraführung habe ich das Gefühl, dass die ein bisschen verbessert wurde, weil damals war die ein bisschen chaotisch, sage ich jetzt mal, aber das, was ich jetzt bemerkt habe, ist auf jeden Fall schon mal gut. The reason we do this is because of our fans, they're very passionate. Coming here to the Gamescom today, I realized that again, and I realized that it's not just a Japanese thing, it's not just a North American thing, it's a worldwide thing. I'm very excited. Watching our players play the video game made me realize how happy I am actually be able to take part in the development of Kingdom Hearts. And now we're on the merchandise booth from Square Enix in hall number 10. This is Fabian. Fabian, how has your Gamescom so far? Well, so far, so good. It's crazy, you know, Gamescom is the biggest consumer event of the kind. And we have a great selection of products this year, more than 100 products to choose from, lots of fans, so it's a pleasure coming back here. Okay, what's hot and exclusive on the Gamescom this year? What's hot? Well, for Metal Gear Solid fan, we have a super hot exclusivity, which is the Snake from Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. It's an absolute exclusive. It was only available at Comic-Con San Diego, and you can only get one here, only like 500 units worldwide, and it's your only chance to get one. We have another partnership with Ubisoft. They have their upcoming Assassin's Creed Unity game. We have the hero of the game, Arno. It takes place during the French Revolution. We're selling the figurine. It's not going to be released before October, but you can have it right here, right now, on the Square Enix products booth. Yeah. Last but not least, you know, Square Enix is part of our DNA, the music. We have the holy trinity of composers, video game composers, Nobuo Uematsu, Yoko Shimomura, and for the first time in Europe, the Chrono Cross soundtrack, arguably one of the best video game soundtracks ever made, signed by the master himself, Yasunori Mitsuda, up for grabs right here. Die Musik von Square Enix, die hat mich mein Leben lang begleitet. Schon wo ich meine allererste Playstation hatte, meine allererste Spiele war auch Final Fantasy 7. Und die Musik, die macht viel aus diesem Spiel, holt viel aus diesem Spiel raus. Es macht einfach dieses Spiel aus. Tief durchatmen. Das war's für heute. Das Videotagebuch Square Enix auf der Gamescom in Köln. Wie ihr sehen könnt, die Halle wird immer leerer. Die meisten Fans sind schon nach Hause gegangen, aber ich denke mal, die meisten werden auch morgen gleich wiederkommen. Mal sehen, was dann alles Verrücktes hier passiert. Wir haben unter anderem ein
Interview für euch mit dem Direktor von Fear Driven Final Fantasy, Curtain Call, Ichiro Hazama, und einen ganz besonderen Kampf. Hazama-san gegen Yoshida-san, das hat der Direktor und Produzent von Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Das Besondere ist, der Verlierer muss immer irgendwas Blödes tun. Haare färben hatten wir schon, in was ganz Scharfes reinbeißen. Mal sehen, was morgen passiert. Ihr werdet überrascht sein, versprochen. Wir sehen uns morgen.